Seit Jahren haben wir die Debatte, dass Deutschland mehr Schulden machen soll, damit der Staat endlich seine Aufgaben mal richtig erfüllen kann und damit es hier endlich mal wieder vorwärts geht. Und inzwischen sagt das sogar der IWF. Aber ist das wirklich der richtige Weg oder haben wir hier eigentlich ein ganz anderes Problem? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Bundesregierung hat sich endlich mal eine neue Einnahmequelle ausgedacht. Es ist ein neues Glücksspiel. Und Glücksspiel ist ja eine gute Sache, das ist hochlukrativ und da klingelt's in der Kasse. Es geht jetzt um so eine Art Lotterie los. Das hat man auf seinem Smartphone. Die Laufzeit ist ein Monat und dann verlängert sich's aber automatisch. Das Ganze heißt 49-Euro-Ticket. Viele denken, das soll den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Aber wer den öffentlichen Nahverkehr kennt, der weiß natürlich, dass das so nicht sein kann. Weil der Hauptgewinn, das ist zwar eine Fahrt in einem Regionalzug kostenlos. Die können Sie aber nur dann antreten, wenn Sie so einen Zug finden, der dann auch fährt. Und das passiert ja immer seltener. Die Gewerkschaft EVG, die stimmt zum Beispiel ja jetzt auch schon wieder über den nächsten Dauerstreik ab. Dann geht wahrscheinlich auch in den Ferien jetzt erstmal gar nichts mehr. Trotzdem, das 49-Euro-Ticket, das hat sich schon 7 Millionen Mal verkauft. Da sieht man mal wieder, wie gern die Deutschen immer noch zocken. Gut gemacht, Christian Lindner. Tja. Der Staat braucht Geld. Alles liegt am Boden hier. Die Infrastruktur ist marode. Oder auch das Bildungssystem, das Gesundheitssystem und die Verwaltung. Alles ist überlastet. Es kracht, es knirscht an allen Ecken. Und es wird ja noch viel schlimmer in Zukunft durch die Demografie. Und dann auch noch höhere Verteidigungsausgaben und ja auch die Kosten für die Klimapolitik. Wer soll das alles bezahlen? Und wenn Sie selber mal Finanzprobleme gehabt haben, dann wissen Sie, die einzig überzeugende Antwort auf Geldsorgen, das ist mehr Geld. Und wer kommt einfacher ran an mehr Geld als ein Staat? Noch dazu ein Staat wie die Bundesrepublik, die eine sehr gute Bonität hat, die auch immer noch relativ solide ist. Also warum verdammt nochmal holt sie sich nicht endlich mehr Geld und löst damit jetzt endlich mal unsere Probleme, die wir hier haben? Deutschland soll sich endlich mehr verschulden. Das ist das, was inzwischen mindestens die Hälfte der Wirtschaftsexperten fordert und gefühlt auch ungefähr 90% aller Medienbeiträge, in denen es darum geht. Alle sind fassungslos darüber, dass Deutschland sich kaputt spart, dass es so besessen ist, vermeintlich von der schwarzen Null. Und inzwischen kommt eben sogar der IWF auch damit ums Eck. Also die Organisation, die ja bekannt dafür ist, dass sie ständig überschuldete Staaten retten muss und denen dann auch harte Sparprogramme aufpumpt. Ausgerechnet der IWF hat jetzt eben auch gesagt, wenn Deutschland wirtschaftlich vorankommen will, dann muss es jetzt wenigstens doch zumindest mal seine Schuldenbremse lockern. Und es spräche doch auch nichts gegen den Anstieg der Neuverschuldung von 1% der Wirtschaftsleistung pro Jahr. Wenigstens das könnte man hier doch mal machen. Es ist ja nicht alles ganz falsch, was gesagt wird. Also was zum Beispiel stimmt, das ist, dass die öffentlichen Investitionen zurückgehen, schon seit Jahren, oder eben zumindest die öffentlichen Investitionen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Die gehen kontinuierlich zurück. Das geht eigentlich schon seit Jahrzehnten so. Und übrigens auch nicht nur die öffentlichen Investitionen, sondern auch die Investitionen des Privatsektors. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern das ist in der gesamten EU so und das ist auch so in den USA oder in Großbritannien. Wir haben zwar überall die letzten Jahre hohe Investitionen gehabt in den Immobiliensektor jeweils, aber ansonsten sind die Investitionen geschrumpft und das ist nicht unbedingt gut. Das Zweite, dem man zustimmen kann,
Deutschland ist noch relativ solide bei den Staatsfinanzen. Hier eine Grafik aus der Wirtschaftswoche von 1990 bis 2010. Da ist die Verschuldung zwar durchgehend gestiegen, dann war sie sogar bei 80%, bei über 80% vom Bruttoinlandsprodukt. Man hat sie dann aber wieder runtergedrückt die nächsten 10 Jahre. Und das war ein Erfolg. Das war ja nicht selbstverständlich. Und 2019, da war sie sogar ganz kurz unter 60%. Also seit 15 Jahren das erste und das einzige Mal, dass auch die Maastricht-Kriterien wieder eingehalten worden sind. Aber mal ganz abgesehen davon, dass diese Kriterien ja eigentlich verbindlich wären, und ich weiß schon, hahaha, die Maastricht-Kriterien, ein Running Gag, der ist immer wieder gut. Aber eigentlich sind sie bindend, was eigentlich auch der IWF wissen müsste und darum sowas auch nicht fordern dürfte. Aber davon mal ganz abgesehen. Die letzten Jahre gab es natürlich auch Sondervermögen und solche Dinge. Also die echte Neuverschuldung der letzten Jahre, die sah so aus. Diese Grafik ist vom Handelsblatt und die ist erstellt worden auf Basis der Daten vom Bundesrechnungshof. Und demnach steigt die Neuverschuldung jetzt von 2020 bis 2023 um fast 60%. Und das ist dann schon nicht mehr so harmlos. Die Steuereinnahmen, die haben die Ausgaben noch nie gedeckt. Das ist vom Bundesfinanzministerium hier. 2022, da war der Anteil der Steuereinnahmen an den Ausgaben bei deutlich unter 80%. Die Lücke wird gedeckt durch Wirtschaftsaktivitäten vom Staat, also zum Beispiel das 49-Euro-Ticket, aber natürlich eben auch durch Schulden. Das war die letzten Jahre auch billig, die Zinsen waren ja am Boden, aber das dreht sich gerade um natürlich. Der EZB-Leitzins, der liegt ja jetzt wieder bei 4%. Und darum wird sich jetzt der Anteil der Zinsausgaben an den Gesamtausgaben auch wieder deutlich erhöhen. Das hier ist ebenfalls vom Bundesfinanzministerium. Der Anteil der Zinsausgaben am Gesamthaushalt, das war nicht der Rede wert die letzten Jahre, aber er war eben auch schon mal bei über 15%. Höhere Zinsen, die können also ganz schnell zu einer schweren Belastung werden. Und das ist auch mit ein Grund, warum eben der Bundesrechnungshof in seinem letzten Bericht regelrecht gewarnt hat vor einem Kontrollverlust. Die Schulden sind stark gestiegen, die Zinsen steigen und es ist aber absehbar durch die Demografie, dass auch die Ausgaben weiter steigen werden. Und wenn man daran nichts ändert, sagt der Bundesrechnungshof, dann verliert auch unser Staat jeden Handlungsspielraum in Zukunft. Also muss man die Einnahmen steigern, das ist ja eine der Varianten der Schuldendebatte, die Steuererhöhungsdebatte und hier zum Beispiel auch wieder ein ganz neuer Beitrag vom DIW-Chef Marcel Fratscher in der Zeit. Die Superreichen, die sollen jetzt den Staat retten. Und ich habe zu dem Thema auch schon ein Video gemacht vor einiger Zeit, Steuern hoch für die Reichen oder für die vermeintlich Reichen, trotz einer Umverteilung, die ja schon sehr hoch ist bei uns. Trotzdem wird der Ruf nach noch mehr Umverteilung bei uns natürlich immer lauter. Schauen Sie sich das Video aber bitte nur dann an, wenn Sie zu den Besserverdienenden gehören oder wenn Sie mit den Besserverdienenden zumindest sympathisieren, weil sonst werden Sie wahrscheinlich wütend und melden sich dann von dem Kanal hier ab. Und das ist ja nicht der Zweck der Übung hier, sondern ich mache die Videos ja, damit Sie meinen Kanal neu abonnieren, dabei dann auch auf die Glocke gehen. Dann sehen Sie auch, wenn neue Videos von mir da sind und was für Videos das dann sind. Und dafür natürlich schon mal ganz herzlichen Dank. Das sind die deutschen Steuereinnahmen seit 1950, auch wieder von der Wirtschaftswoche. Es ist ein exponentieller Anstieg und nur in den letzten 20 Jahren haben die sich noch mal fast verdoppelt, sodass sich die Frage stellt: Haben wir wirklich ein Einnahmenproblem? Oder haben wir nicht doch eher ein Ausgabenproblem? Wir haben ein Ausgabenproblem. Nur über dieses Ausgabenproblem, über das darf man nicht sprechen, weil das ist unsolidarisch, das ist asozial und wer das anspricht, der will seinen Beitrag hier nicht leisten zum Ganzen.
Es geht aber schon mal damit los, dass die Investitionen nicht darum gefallen sind, weil zu wenig Geld reinkäme, sondern weil immer mehr Geld, das reinkommt, automatisch schon für andere Sachen wegfällt. Und zwar zu über 90%. Das meiste für soziale Sicherung, das sind über 40%. Dann natürlich Verteidigung, Gesundheit, Bildung und auch die Verwaltung mit ungefähr 25%. Das brauchen wir ja auch alles. Aber komischerweise haben wir eben in vielen, vielen Bereichen, die der Staat in die Hand genommen hat, riesige Kostenexplosionen. Und gleichzeitig sehen wir an vielen, vielen Bereichen auch, dass die öffentliche Hand irgendwie dysfunktional geworden ist. Auf erschreckende Weise. Sie kriegt das alles nicht mehr auf die Reihe. Nehmen Sie zum Beispiel die Gesundheitsämter in der Covid-Pandemie. Und das war im Winter 2020 ja vielleicht noch alles nachvollziehbar, dass da nichts geklappt hat. Aber eben nicht mehr im Winter 2021. Oder nehmen Sie unsere Großbaustellen, den Berliner Flughafen, weltweit nur noch eine Lachnummer. Oder die Elbphilharmonie. Aber man muss jetzt nicht nur immer nur in den Norden schauen, das haben wir hier im Süden auch. Die Münchner S-Bahn, zweite Stammstrecke, geplante Kosten 3,8 Milliarden Euro. Jetzt rechnen aber manche schon mit 14 Milliarden Euro und mit einer Verzögerung um 8 Jahre. Jetzt plant München aber auch noch ein neues Konzerthaus für 1 Milliarde Euro für so ein Ding hier. Man könnte zwar natürlich auch einfach das alte Kulturzentrum sanieren, das kostet aber leider auch schon 800 Millionen Euro. Wofür? Das ist keinem mehr zu vermitteln. Und der Einzige, der in Deutschland noch schnell und günstig was hochziehen kann, das ist anscheinend Elon Musk. Aber auch nur, weil er sich über die ganzen Auflagen hinwegsetzt. Und so ist es überall hier. Wir haben Systeme und Projekte mit explodierenden Kosten. Nehmen Sie das Gesundheitssystem oder nehmen Sie die Bundeswehr. Es ist ein Mythos, dass die Bundeswehr kaputt gespart worden ist. Der Verteidigungshaushalt ist auch schon die letzten Jahre massiv gestiegen. Die Daten hier, die sind vom Bundesverteidigungsministerium, seit 2014 ein Anstieg um mehr als 50% auf 50 Milliarden Euro. Trotzdem fehlt es an allem. Wir reden aber nicht darüber, was da vielleicht falsch läuft, sondern wir reden einzig und allein über mehr Geld. Deutschland steckt in einem riesen Reformstau. Es gibt da zig Baustellen. Das System ist zum Teil wirklich schon marode und es ist ein Fass ohne Boden und das wird sich die nächsten Jahre auch noch verschlimmern. Aber das Thema, das packt natürlich keiner gern an, weil das ist nämlich wirklich komplex und das ist wirklich Arbeit und es ist auch unpopulär und es interessiert auch die Wähler nicht. Leisten wir uns doch lieber Debatten darüber, wem man wie noch mehr Geld abknöpfen könnte. Und der zweite große Mythos ist eben auch, dass es angeblich eine Austeritätspolitik ist, wegen der die Investitionen zurückgehen würden, vor allem in Europa die letzten Jahre. Was richtig ist, man wollte wirklich in der Eurozone Schulden abbauen, aber gleichzeitig hat es ja auch jahrelang extrem niedrige Zinsen gegeben. Nur am Ende von dieser Periode, da sehen wir jetzt, dass die meisten Länder trotzdem weder Schulden abgebaut haben, noch die Investitionen gesteigert haben. Deutschland hat wenigstens Schulden abgebaut. Also wann, wenn nicht die letzten 10 Jahre in dieser Niedrigzinsphase, hätten sie das schaffen müssen. Sie haben es aber nicht geschafft und die EU-Länder, die haben es bis jetzt ja noch nicht mal geschafft, dass sie aus dem Corona-Wiederaufbaufonds mehr als 20% der zur Verfügung stehenden Mittel überhaupt abrufen, die schon da sind, obwohl sie davon die Hälfte noch nicht mal zurückzahlen müssen. Also wenn es ein Beispiel gäbe für den Unwillen und für die Unfähigkeit, Investitionen zu tätigen und wenn es auch ein Beispiel gibt für Staatsversagen an sich, dann das. Und bevor wir noch mehr Debatten hier haben über Neuverschuldung und Umverteilung, müssen wir eben auch diese Debatte über dieses Staatsversagen führen. Wir dürfen da als Bürger und als Wähler unsere Regierungen in Zukunft nicht mehr vom Haken lassen. Das ist meiner Meinung nach eins der brennendsten und brisantesten Themen unserer Zeit, auch wenn es jetzt nicht unbedingt tagesaktuell ist gerade.
Ich habe heute kurz drüber nachgedacht, ob ich kurzfristig jetzt nicht lieber doch ein Video machen soll über den Prigozhin-Putsch in Russland, also jetzt in puncto Tagesaktualität. Am Wochenende war es ja wirklich zum ersten Mal so, dass der Ukraine-Krieg auch mal ein bisschen Spaß gemacht hat. Aber um ehrlich zu sein, also so seltsam und so bizarr und vielleicht ja auch vielsagend, dass alles da war, aber ich weiß es eben auch nicht mehr drüber letzten Endes als alle anderen. Und letzten Endes, das Ganze ist ja jetzt auch schon wieder vorbei. Sei es, weil wir den Wagner-Truppen zu wenig Panzer geliefert haben vielleicht, oder sei es, dass die sich zu sehr auf die Bahn verlassen haben. Aber erstmal ändert sich doch das Ganze eben nicht viel in Russland und schon gar nicht für Anleger eben auch, die jetzt noch investiert sind in russische Aktien oder ADRs. Wenn es dazu wieder mal was Neues gibt, dann werde ich das hier natürlich auch in Zukunft behandeln. Und wie gesagt, wenn man bei seinem Kanal-Abo auf die Glocke drückt, dann kriegt man eben auch mit, wenn solche Beiträge dann da sind. Das war es erstmal für heute. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.